Hallo und Birgit aus Kaliningrad. In Russland ist der Verkauf von Alkohol aller Art rückläufig. Es gibt eine Kampagne des Gesundheitsministeriums, die diesen Trend fördert. Dazu gehört auch, dass die Öffnungszeiten in Verkaufseinrichtungen für den Verkauf von Alkohol in Kaliningrad von ab 11 Uhr bis 21 Uhr beschränkt ist. Dazu kommen Regelungen, dass Sie Alkohol in der Öffentlichkeit nicht trinken dürfen. Spielt überhaupt keine Rolle, ob es sich um eine Flasche Wodka handelt oder eine Flasche Bier. Und es spielt auch keine Rolle, welche Temperaturen auf der Straße herrschen. Wenn das nicht beachtet wird, dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie mit einer Strafe belegt werden. Also beachten Sie das, wenn Sie in heißen Sommermonaten ein kühles Glas Bier trinken wollen, suchen Sie ein Restaurant auf oder ein Terrassencafé. Ansonsten angenehmen Aufenthalt. Das war mein Tipp für Sie. Tschüss und Baka aus Kaliningrad. Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.